warst du? Jagen. Hat länger gedauert, als ich dachte. Wer ist da? Komm, einfach rein. Au. Au. Du hast ja einen ganz schönen Griff. Hey, Tommy. Da bist du ja. Hier, ich nehme ihn. Komm her, Großer. Und zurück zur Mama. Hier. Oh, es geht schon, es geht schon. Hey. Hey. Schön, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Er wird immer schwerer. Weiß, er besteht aus lauter Muskeln. Hm? Bei euch alles gut? Wie geht's Maria? Oh, ihr geht's gut. Wir nehmen eine Auszeit. Ach, das tut mir leid. Nein. Wir haben lange drüber geredet und wir wollten es beide so. Okay. Oh, setz dich. Ich will dir etwas zeigen. Also, ich habe monatelang meine Fühler ausgestreckt. Und dann kam dieser neue Typ zu mir. Und erzählt mir von einer Frau, mit der er gehandelt hat, auf seinem Weg durch Kalifornien. Er sagt, sie war stark wie ein Ochse. Und sie hatte einen Jungen bei sich mit vernarbtem Gesicht. Und dass sie an dieser Küste leben, auf einem Segelboot. Genau hier. Das muss sie sein. Das ist abgehakt, also. Tja. Ich kann nicht gehen. Ich weiß. Okay. Es ist wohl leicht, sie zu vergessen. Wenn man es sich hier draußen bequem macht. Ich lass sie büßen. Tommy. Das hast du gesagt, als wir wieder nach Jackson kamen. Tommy. Wie erbärmlich. Kannst du ihn bitte nehmen? Ja. Ja. Alles gut, alles gut. Hey. Was zum Teufel war das? Nichts. Scheiße, Tommy, du weißt, was wir durchgemacht haben. Spar dir das. Sie hat mir ihr Wort gegeben. Das ist mir scheißegal. Das merkt man, Dina. Das ist ein gottverdammtes Problem. Hör mir mal zu. Oh ja, ich höre dir ganz gespannt zu. Ah, oh, sie hat gerade so eine Animation gemacht, als wäre ihr kalt und dann deswegen das Fenster zugemacht. Ich wünschte, mir wäre auch kalt. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht nachher in eine ganz eiskalte Wanne gehe, damit ich meinen Körper einfach mal auf minus 4 Grad runterkühl und fast erfriere. Und dann mit letzter Kraft aus der Wanne falle. Und dabei zersplittern zwar meine gefrorenen Finger, aber das hält dann wenigstens ein bisschen wahrscheinlich, bevor mir wieder heiß wird. Könnte ich mir vorstellen. Moment mal, ist das die erste Seite hier? Ja, das ist die erste Seite von dem Tagebuch hier. Es ist wieder passiert. Die Bilder
Die Bilder bin ich schnell losgeworden, aber meine Haut tat mir den ganzen Vormittag weh. Ich habe den Versuch aufgegeben, wieder einzuschlafen. Dina ist mit mir wach geblieben. Wann hört das auf? Ich verstehe nicht, was Dina so wie Dina so unbeschwert über Jesse reden kann. Sie erzählt Cheche alles über ihn. Sie glaubt, dass es gut für mich wäre, über Joel zu sprechen, alles rauszulassen. Wenn sie das so sagt, klingen die Erinnerungen eher nach einer Lebensmittelvergiftung. Ich will nicht darüber reden. Es tut nur weh. Und ich glaube, wenn ich jemals damit anfange, kann ich nicht wieder aufhören. Ich habe heute mit Cheche einen Ausflug gemacht. Er hat die ganze Zeit gelacht. Ich habe fast den ganzen Tag nicht an Seattle gedacht. Das war schön. Jesses Eltern waren heute da. Ach so, ja, ich war gerade. Jesses Eltern, ja. Zuerst war es ganz schön, sie sind nett, aber dann haben sie uns gedrängt, wieder nach Jackson zu ziehen. Ich bin damit nicht klargekommen und in den Wald gegangen und bis nachts dort geblieben. Dina hat auf mich gewartet. Ich wusste, dass sie sauer war, aber sie nahm nur meine Hand und brachte mich ins Bett. Ich fühle mich so schuldig. Es ist wieder passiert. Ich habe diesen Keiler gejagt und ihn bei der alten Tankstelle in die Enge getrieben. Er blutete aus und schrie dabei. Er klang wie er. Ich habe die Bilder nicht mehr aus meinem Kopf bekommen. Ich habe ihn zurückgelassen, sterbend. Meine Haut tut weh. Wann wird es ruhig? Die Zeit sollte doch... Den Drang ersticken, durchgestrichen, das Verlangen ersticken, durchgestrichen, auslöschen, durchgestrichen, das Verlangen löschen. Verfolgt von deinem starren, durchgestrichen Lächeln wird die Maske schwerer. Sie gleitet mir vom Gesicht, durchgestrichen. Ein Schritt vorwärts, zwei zurück. Eine Schlinge liegt um meinen Hals und mit jedem Schritt zieht sie sich zu, durchgestrichen, nimmt sie mir den Atem. Kann ich das Seil, durchgestrichen, die Schlinge durchtrennen? Ich habe auf den Morgen gewartet, aber es gibt kein Licht. Ich habe das Licht verloren, durchgestrichen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich blind. Kann ich das alles hinter mir lassen? Naja, das klingt irgendwie nach einer ernsthaften, weiß ich nicht, posttraumatischen Belastungsstörung oder irgendwas in der Art. Es gibt doch mit Sicherheit noch Psychologen da draußen in dieser Welt, in Jacksonville oder so. Sollte sie mal hinschauen, ganz dringend. Je länger sie damit wartet, desto schwieriger wird es, das zu behandeln. Da hätte sie statt nach Seattle gehen sollen von Anfang an. Das wäre für alle Beteiligten besser gewesen. Thank you.
Ich hasse sowas. Wem sagst du das? Dein Alter hat mich heute zur Brust genommen. Um was ging's? Wieder eine Predigt über meine Patrouillen. Geh nicht hierhin, geh nicht dahin. Komisch, wie engagiert er immer ist, wenn du eingeteilt wirst. Ja. Sie macht eine richtige Show draus. Ich gebe euch beiden 2 Wochen, dann seid ihr wieder zusammen. Wohl kaum. Hat sie was zu dir gesagt? Sagen wir 1 Woche. Ellie! Hey! Wo hast du gesteckt? Jetzt bin ich ja hier, oder? Dina? Jesse? Komm mit. Hey, denkt dran, dass wir früh los müssen, also ruht euch aus. Ja, Sir! Du bist so ein Arsch. Ach, komm. Fang du nicht auch noch an. Okay, ich habe eine sehr ernste Frage an dich. Wie schlimm rieche ich? Wie ein dampfender Müllberg? Oh, okay. Oh. Wie ist das? Eklig. Dir gefällt's doch. Der Kerl hier drin starrt dich gerade an. Vielleicht starren sie auch dich an. Unsinnig. Vielleicht sind sie eifersüchtig. Ich bin nur ein Mädchen. Keine Bedrohung. Hey, das ist ein Familienfest. Sorry. Tut uns leid. Denkt nächstes Mal dran, wenn Kinder da sind. Ja, weil du ja so ein tolles Vorbild bist. Genau das hat uns noch gefehlt. Noch eine vorlaute Lesbe. Was zur Hölle hast du da gesagt? Ellie, lass gut sein. Piss dich gefälligst. Hände weg von mir. Hey. Es reicht. Komm mit, Beine vertreten. Was ist mit denen? Kümmer dich um dich selbst. Los, gehen wir an die frische Luft. Alles okay, Kleine? Was ist los mit dir? Er hatte nicht das Recht. Und du etwa? Scheiße, ich brauche deine Hilfe nicht, Joe. Okay. Hey. Hey. Ewig her, dass er so lange geschlafen hat. Hm? War ein langer Tag. Ja. Er ist okay. Komm ins Bett. Wir reden morgen darüber, okay? Ich muss es beenden. Du bist Tommy nichts schuldig. Ich kann nicht schlafen. Nicht essen. Ich bin nicht wie du, Dina. Was?
Meinst du, mir fällt das leicht? Für dich und für ihn halte ich durch. Ich liebe dich. Beweis es. Bleib. Ich kann nicht. Und jetzt soll ich hier rumsitzen und auf dich warten? Für wer weiß wie lange, während du die ganze Zeit über tot sein könntest? Ich hab nicht vor zu sterben. Ach ja, tja, Jesse auch nicht. Oder Joel. Hey, warte. Hey, komm schon. Wir sind eine Familie. Sie kann doch nicht wichtiger sein als das. Das nicht nochmal. Das liegt bei dir. Constance. 2425 Constance. Okay, Constance. Jetzt müssen wir nur. Oh, in dieser Straße waren wir schon letzte Woche. Dass du wirklich dafür eine Pistole eingetauscht hast. Es ist eine Spur. Nie im Leben hat der Typ hier Fireflies gesehen. Hör auf. Ich habe dabei ein gutes Gefühl. Tja, ich aber nicht. Komm schon. So, hier müssen wir jetzt aber Schluss machen. Moment, die Filmsequenz, ups, ist scheinbar noch nicht ganz vorbei. Moment. Jetzt. Genau, okay. Speichern vor weniger als einer Minute Autospeicher, das ist gut. Wir speichern auch nochmal. Und dann machen wir jetzt Schluss. Die Folgen kommen ab morgen im Grunde schon natürlich immer um 8 Uhr morgens jetzt jeden Tag, falls ihr was verpasst habt. Aber im Livestream spielen wir am Donnerstag dann das letzte Kapitel und vielleicht sogar zu Ende, oder? Ich kann nicht schlecht einschätzen, wie lang das letzte Kapitel ist. Das könnten wir eventuell schaffen. Mal schauen. Und genau, Donnerstag ist dann quasi für diesen Monat, wie schon angekündigt, erstmal der letzte Livestream. Und am 1. August, am 1. September geht's dann höchstwahrscheinlich wieder weiter. Falls sich noch was ändert, sage ich euch Bescheid. Aber jetzt haben wir erstmal noch übermorgen, dann am Donnerstag. Na gut, Leute, dann gute Nacht, macht's gut und bis dann. Ciao.